auftreten und brisant. Alex, jetzt sind wir beim Hauptthema der heutigen Sendung, brisant auch die Lage rund um die Linzer Fusion. Da hat es zum einen einmal am Wochenende das sportliche Treffen gegeben, das 74. Derby. Was können wir da dazu sagen? Der falsche Verein an für sich geschluckt worden, wenn man nach dem Ergebnis geht. Naja, so darf man das nicht sehen. Man darf es ja nicht als Schlucken sehen, aber wenn man sich die Leistungen der beiden Mannschaften ansieht vom Samstag, war der FC Linz eindeutig die bessere Mannschaft und der LASK absolut zahnlos. Man hat es auch gesehen beim FC Linz, das Engagement viel größer. Der Trainer Baumgartner, der hat da geschrien, bis ihm die Stimme endgültig zusammengebrochen ist. Auf der anderen Seite, der Friedl Rausch hat sich nicht einmal erhoben von der LASK-Trainerbank. Ein Zeichen. Naja, der Herr Rausch weiß schon, dass er jetzt dann nach Luzern zu seiner Familie kommt oder zu seinen Söhnen. Und beim Herrn Baumgartner ist es natürlich so, dass er noch hofft, vielleicht den Linzer Fusionsclub zu übernehmen zu können. Und darum ist er wahrscheinlich noch sehr engagiert und die Burschen haben nur Werbung in eigener Sache gemacht. In dem Rennen um den Trainersessel beim neuen Fusionsclub, da hat jetzt der Hubert Baumgartner, sofern er ein Kandidat ist, einen neuen Konkurrenten bekommen, nämlich einen Dänen, einen alten Bekannten, vermutlich den Ove Flint. Habe ich auch gehört. Für mich stellt sich heute die Frage, haben wir in Österreich oder im oberösterreichischen Raum nicht genug geeignete Trainer, die einen Fusionsclub führen könnten, also in sportlicher Hinsicht. Und da würde ich sogar sagen, da wäre sogar noch das Duo Kenzie-Condert besser, weil die wissen genau, welche Spieler sind am Markt, was müssen sie tun, wen müssen sie auswechseln. Ich sage im sportlichen Bereich, der Ove Flint wird wieder 3 oder 4 Monate brauchen und das könnte dann schon zu spät sein. Kenzie müsste auf jeden Fall bleiben, denn der Herr Flint, der hat keine Lizenz, der Adam Kenzie, der hat sie. Mal ein kleines Vorgeplänkel, ich schlage vor, wir plaudern nachher weiter. Schauen wir mal die Mats an, den Bildzusammenschnitt und wir werden das wieder wie gewohnt live kommentieren. Hier schon die ganz, ganz strengen Sicherheitsauflagen, so viele Sicherheitsbeamte, Polizisten wie noch nie im Linzer Stadion, aber die Fans waren, glaube ich, hervorragend, aus beiden Lagern. Da möchte ich dazu sagen, man muss die Exekutive sehr loben an dem Samstag. Die waren sicher die Hauptverantwortlichen, dass da keine Randale gegeben hat. Hier der Tormann Pavlovic, seine Beine zumindest in das Tor beim letzten Derby. Damann brennt Augustin mit einem Boosterstückerl für alle Fußballfreunde. Leider. Der Fußball ist ja hervorragend, aber er bringt mir ein bisschen zu wenig. Heli Lorenz mit dem Schuss. Dann haben wir die erste Aktion des FC Linz, das war der Roman Buidak, der in dieser Saison nicht allzu oft gespielt hat, hier aber seine Gefährlichkeit einmal unter Beweis gestellt hat. Auf der anderen Seite Riese, der setzt wieder den Heli Lorenz ein, auch der hat lange nicht gespielt. Vielleicht merkt man da die Spielpause ein bisschen an. Scheitert am besten Mann in der Rückrunde der Linzer. Da sind wir schon dann beim 1:0. Herrliche Flanke, Harik Schneidner und dann, glaube ich, Weltklasse gemacht vom jungen Trainer. So haben es die FC Linz-Fans gesehen, das haben wir auch eingefangen. Auf einmal also. Da sieht man, warum er von sehr vielen Clubs umworben ist. Und er sollte sich sehr gut überlegen, wo er hingeht. Das ist mein Tipp für ihn. Man sollte sich es auch in Linz überlegen, wenn man ihn ist. Da ist ein anderer davongezogen, der Roman Buidak, zuerst schon angesprochen, der trifft hier zu seinem ersten Saisontreff und das war im Übrigen ein Zeichen an die LASK-Trainerbank, die er da mit dem Leiberl hinwachelt. Er hat nachher nur die gelbe Karte dafür bekommen, muss man sagen, der Stuch liegt sehr, sehr kleinlich. Kleinlich in dieser Situation, ja, würde ich auch so sagen. Dann wieder die wieder Schwarz-Weißen, diesmal in Schwarz-Rot, wieder Riset, Pavlovic mit einer ungewohnten Unsicherheit. Und da geht es schon wieder weiter auf der anderen Seite. Konfusion pur eigentlich in der LASK-Gruppe. Also da waren ein paar gar nicht mehr richtig bei der Sache. Da ist er wieder auf und davon. Der Ewald Brenn, Wahnsinn, der ganz Wahnsinn starke Partie spielt, setzt sich, ist umgefallen, setzt sich durch und mit einem super Schuss eigentlich noch die Situation abgeschlossen. Da sieht man, wie engagiert der Baumgartner noch ist eigentlich, obwohl angeblich ja schon der Käse gegessen ist. Und das ist jetzt schon das 3:0, das letzte Tor im Linzer Stadtderby und das bleibt einem ganz, ganz treuen Blau-Weißen vorbehalten, den Winter. Damals habe ich noch gespielt, wie er sein erstes Tor geschossen hat in der Bundesliga, das war in seinem ersten Spiel gegen den LASK und jetzt hat er das letzte auch noch geschossen. Wir haben natürlich was durch, dass wir uns von unseren Fans gut verabschieden, das ist uns, glaube ich, gelungen, aber für mich ist einfach viel Wehmut dabei. Ich habe jetzt dann 10 Jahre da gespielt, habe beim ersten Derby, was ich gespielt habe, auch ein Tor geschossen, das war genau vor 10 Jahren. Und heute dieser Abschied, also mir blutet wirklich das Herz.
Was sagst du diesen Fans, die euch jetzt eine Dreiviertelstunde nach Abpfiff noch immer hochleben lassen? Ja, das macht die Situation eigentlich nur trauriger, weil das Ganze ist sehr überwältigend. Also ich habe solche Fans wirklich noch nirgends erlebt und es ist wirklich, ich bin sprachlos. Ja, das war's also, das 74. und letzte Linzer Stadtderby. Anbetracht dieser Bilder von den FC Linz-Fans, die den 3:0-Erfolg ihrer Mannschaft feiern, ziemlich schade.